Herzlich willkommen, Freunde, hier ist euer LP Ray und wir beginnen mit einem neuen Projekt Zelda Trial Princess, das sich ein ganz besonderes Mädchen sich gewünscht hat. Meine Freundin, meine Verlobte, meine Prinzessin Zero hat sich dieses Let's Play gewünscht und natürlich kann ich ihr keinen Wunsch abschlagen. Huh, wie nenne ich mich? Auf jeden Fall nicht Link. Ich nenne mich... Gibt's hier keine Sonderzeichen? Ich wollte nämlich Zero X-Ray machen, aber... Doch, geht. Stimmt ja. Och, wo bin ich denn wieder mit meinen Gedanken? Oh, das ist... Kompli. So, ich fail schon an der Eingabe des Namens. Ja, toll. Hoffentlich passt es überhaupt hin. Das wäre jetzt doof, wenn das nicht hinpassen würde. Ah, 1, 2, 3. Doch, passt hin. So, kleines X oder großes X? Ich würde mal sagen, kleines X. So, groß. So. Das passt doch. Name des Pferdes. Ich nenne das Pferd immer Epona. Da kommt kein Weg dran vorbei. Bildschirmeinstellung. Ja. Passt. Alles. Doch, sieht ganz schön idyllisch aus. Ach ja. Das wird ein schönes LP. Auch wenn es keine Sprachausgabe hat. Und das sind wir. Ein braunhaariger Link. Mir fällt erst jetzt auf, dass der Typ einen deformierten Kopf hat. Ist mir sonst nie aufgefallen. Ja, ein braunhaariger Link. Seit wann gibt es denn einen braunhaarigen Link? Abgesehen jetzt vom ein Anime, den ich damals gefunden habe. War ja doch immer blond. Aber er trägt zumindest die Ohrringe. Und das ist Epona, nebenbei erwähnt. Aber ich glaube, alle, die das Let's Play gucken, können sich das schon denken. Ja, wissen es. Schön viel Holz. Achso, ganz ehrlich, was ich zu der Brücke sagen muss. Dass die da so lockerlässig drüber gehen können, ist so... ja... Puh. Also ich hätte so ein bisschen Schiss darüber zu gehen, nur ganz ehrlich. Tok, 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 tok. So. Ja, tschüss. Steht da wie angewurzelt, ist mir gerade aufgefallen. Ja. Ach ja. Gibt so viel Schönes über das Spiel zu sagen. Ich mag das Spiel. So viel Schönes und ja, kommt dann so, ich mag das Spiel. Ja, das Spiel ist ja gleichzeitig auch für den GameCube erschienen, muss man sagen. Und ja, unser Pferd wird gemobst. Das ist jetzt suboptimal. Hey! Ja, bist du da? Ich glaube, ich bin da. Ich weiß es nicht. Doch, da. Ich bin da. Du musst mir helfen, mit den Ziegen zusammentreiben. Ah ja, können wir machen. Können wir machen. Anstatt, dass er hochklettert und einfach mal anklopft. Wo ist Epona? Ja. Epona wurde uns eben gemobst. Da müssen wir jetzt mal nachgucken, wo Epona steckt. Juhu. Hallo. Okay, wir holen jetzt mal schnell Epona. Juppa. Und was ich auch gleich vorneweg sagen muss, ich habe mich entschieden, keine Challenge zu machen, obwohl ich das am Überlegen war. Aber, nee.
Das machen so viele Leute, eine 3-Herz-Challenge oder so, das ist für mich nichts Sonderbares. Und meine Freundin möchte das auch nicht. Sie möchte, dass ich das Spiel ganz normal spiele. Und deswegen tue ich ihr den Gefallen. Eine epische Szene. Das ist ja ein Lieb von dir. Aber ich glaube, wenn ich erst das Textstellen vorlese, werde ich dann nicht Zero X-Ray sagen, weil das kommt, glaube ich, bei manchen Dingern echt blöd. Ist ein schönes Pferd, danke. Eine Bitte, ja? Ja, diese Grashalme meint, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe. Und wir sehen das Triforce schon auf der Handrückfläche. Was ich irgendwie schon richtig cool finde, dass man es von Anfang an hat. So. Dann gehen wir mal mit Epona zu dem Herren wieder zurück. Und er kann nicht warten. Jetzt müssen wir ihn suchen. Weil er gesagt, zur Farm hochgehen. Die Ziege zusammen treibe. Das ist das allererste Dorf. Ordon. Ordon. Mhm. Das ist der Schmied des Dorfes, der das Schwert da schwingt, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Der da in Weiß ist der Bürgermeister, wenn ich mich nicht irre. Und ja. Wir rennen gegen die Steine. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Achso, ich kann eh keinen Sprint machen. Wir müssen hier hoch. Hier oben ist die Ziegenfarm, wo wir die Ziegen zusammentreiben müssen. Was ich lustig finde, der lässt das Tor da vorne offen stehen. Im Moment. Die Weide. Und keine Ziege ist bisher abgehauen. Naja. So. Tut mir leid, dass ich hier Lippe heim muss. Ja. Ich treib's mal schnell zusammen. Ja, ich... Keine Sorge, ich mach das. So. Ja, toll. Eine Ziege kriegen wir rein. So. Nee, 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 nee. Bleibt da schön. Seid schön lieb. So. Jetzt rüber. Du auch. Hab gesagt, du auch. So. Jetzt treiben wir mal die ganze Masse hier zusammen. Zack, 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 zack. So. Jetzt nur du. Auf, nein. Liebe Ziege. Aber ich kann in den Stall rennen. Schade. Vielen Dank. Mhm. Ja. Er hat ein Hindernis-Ding aufgespaut. Ach ja. Damit können wir... Ups, jetzt hab ich's versiebt. Damit können wir üben, über Gegenstände, über die Zäune zu hüpfen. Wer es braucht. So geht's. Ja, es ist ein Sprint ansetzen und danach, wenn der Epona im Sprint ist, können wir darüber. Ich will aber jetzt noch mal kurz was nachgucken. Nein, 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 nicht das. Nein, du sollst absteigen. So, warte mal kurz, Epona. Ich will mal kurz hier reingehen. Was ich sagen muss... Ich finde es... es ist das Spiel, dafür, dass es auf den GameCube-Zeiten noch draußen rauskam, in derselben Grafik, haben sie hier mit dem Schatteneffekt so ein bisschen noch gestudert, aber okay. Kann ja nicht an alles, ja, ist das 100% denken und so. Ach egal, ich sollte nicht das Spiel kritisieren, ich sollte es spielen. Außerdem, das mit den Schatten ist mir auch eben erst aufgefallen. Dass das da nicht so, dass die ein bisschen hell rausstechen. Also, keine Ahnung, ob das auch wirklich so wirkt in Wirklichkeit. Ich denke mal nicht. Aber egal. So. Möchtest du das Spiel speichern?
Ich könnte jetzt locker sagen, ja, Einführungspart ist zu Ende, aber nein, ich mache keinen Einführungspart, ich mache direkt mit ersten Part starten. Weil sonst ist am Start zu viel, bis wir endlich in die Steuerung eingeweiht werden, richtig. Und deswegen kein Einführungspart, sondern direkt loslegen. Hey, ja, ich wollte gerade Zero Ray sagen. Wach auf. Ja, schon draußen. Ist halt schon hell draußen. So. Gucken wir mal raus. Da. Da seid ihr. Schade, ich hätte gedacht, ich könnte den Hals verbiegen und in die andere Richtung gucken. So. Dann gehen wir mal raus. Das ist links Hütte. Ich nehme mal den schnellen Weg nach unten. Geht das? Nein, geht nicht. Okay, müssen wir eben. So. Und hier runter. Hops. Also ich muss sagen, Link wohnt eigentlich ziemlich stylisch. Zumindest was man für eine Zeitalter so anbelangt. Einen Kamin. Ja, wo ist denn eigentlich sein Bett? War das da oben? Nein, da oben war es nicht. Sein Bett. Wo pennt er denn? Hat er kein Bett? Bett hier unten? Hm. Sieht nicht danach aus. Gehen wir wieder hoch. Link hat kein Bett? Hm. Haben sie echt an alles gedacht, bis auf ein Bett für Link? Oder war das da oben? Moment, das will ich jetzt noch herausfinden, ob er wirklich kein Bett hat. Nee, hier sieht's auch nicht nach Bett aus. Hier war ja auch nix. Nee, er hat kein Bett? Armer Link. Wie gesagt, in dem Fall habe ich ja kein Bett. Verdammt. Total schockiert aus der Wäsche guck. Link hat kein Bett. Darauf muss man erstmal kommen. Juhu. Dass ich auf dem Stein lande, war jetzt nicht beabsichtigt. Hallo, kleine Freunde. Hast du schon gehört? Im Dorf gibt es eine Schleuder zu kaufen. Also den Kleinen hier. Ich frage mich immer noch, ist es ein R oder eine Sie? Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein R ist. Der hat schon einiges auf dem Kasten, das muss ich schon sagen. Ja, nein, ich will das nicht nochmal hören. So. Gehen wir nun mal in die Stadt und gucken mal wegen der Schleuder. Wohin gucken wir hoch? Achso, Bienenstock. Wie war das jetzt nochmal mit der Schleuder? Ich weiß jetzt gerade nicht so ganz den Anfang. Ich glaube, wir müssen erstmal uns die Schleuder besorgen. Die Schleuder kriegen wir hier, aber dafür brauchen wir Geld. Hm. Genau. Ah, ach. Du hier, Ray. So eine Überraschung. Willkommen. Okay. Kater ist weg. Dann gehen wir mal nach dem Kater suchen. Suchen wir mal ein kleines hilfloses Kätzchen. Oder in dem Falle, ja, ein Kater. Hm. Ich weiß zwar, wer es ist, wo der Kater steckt, aber Kater müsste doch hier sein, irgendwo. Genau, da ist er. Aber er läuft vor uns weg, also wir können ihn nicht einfangen. Nein, das wollte ich nicht. Hm. Er ist heute Morgen unterwegs, okay. Ein Weinkorb. Ja, den Weinkorb müssen wir uns jetzt auch noch irgendwie beschaffen. Eieiei, eins nach dem anderen. Mit was fangen wir an? Und er hat gesagt, mit wo muss ich am Anfang hin? Ich habe nicht mal alles im Kopf.
Zumindest schon den Anfang richtig. Guten Morgen. Das ist schön. Ziege bricht aus. Oh oh. Verdammt. Ah, verdammt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mist. Nee. Nochmal. Jetzt bricht nochmal eine Ziege aus. Hack schon wieder. Halte sie auf. Na gut, die werden wir diesmal aufhalten. So. Ah, du blöde Ziege. Verdammt. Zumindest kann man hier blöde Ziege sagen. So, jetzt lässt du noch meine ausbrechen, bitte. Ich glaube, da hat bald keine Ziegen mehr, wenn ich so weitermache. So, jetzt will ich aber einen Zieger fangen. Ach, Mann. Ich stelle mich zu blöd an. Jetzt aber... Ich gebe jetzt nicht auf. Ich will die Ziege. Halte sie auf. Ja. So. Verdammt. Was mache ich denn falsch? So, jetzt nochmal. Nochmal. Jetzt aber. Batz. So eiskalt geht es. Jetzt geht's wieder zurück. Moment, kann ich die streicheln? Ach ja. Brave Ziege. Tut mir leid, dass ich dich so hingeworfen habe. Okay, ich habe die ganze Zeit den Fehler gemacht. Ich hätte gedacht, ich muss den A-Button smashen. Also, und das war nicht die richtige Aktion. Ich sollte mir doch lieber, wenn ich so das Spiel spiele, noch ein, zwei Dinge durchlesen am Anfang. So. Okay. Mein ganz wild darauf, mit mir zu spielen. Na gut. Um mit denen spielen zu können, brauche ich erstmal die Schleuder. Um die Schleuder zu kriegen, brauche ich die Angel. Um die Angel zu kriegen. Was brauche ich denn, um die Angel zu kriegen? Muss ich mit dir reden? Schenkst du mir die Angel? Nein, du schenkst mir nicht die Angel. Das war jetzt nicht so schlau. Ja, lauf noch in meine Richtung. Der mäht mich um, ich glaub's nicht. Ach so, nein! Ich weiß jetzt wieder, wie das ging. Aha, Mann. Ach, total verpasst alles. Ja, danke, danke, danke. Ja, ich weiß es. Ich hab mir wieder eingefallen, wie das ging. Ja, du brauchst mir nicht zu erklären. So. Nein. Das Gras will ich nicht haben und pfeifen, sondern da hinten das. Weil... Ich weiß, wie ich den Weinkorb jetzt kriege. Ich hätte gedacht, ich brauche die Schleuder für... brauche ich ja gar nicht für. Jetzt können wir uns einen Falken rufen. Wenn es ein Falke ist. Weiß nicht mehr. Und... Sturzflug. Attacke Link. So. Und jetzt müssen wir da hinten hinziehen, auf das kleine Äffchen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. In dem Video. Ich hoffe mal ja. Und... Wir mopsen uns so diesen Weinkorb. Juhu. Danke für den Weinkorb. So. Ups. Und hier runter. Und jetzt geben wir der netten Dame diesen Korb. Das ist dein Korb, ja. Ach ja, wir sollen ihn bis zum Haus bringen. Normalerweise... Sollte man mitlaufen, glaube ich. Aber ich stehe einfach schon mal vor. Vielen Dank. Und wir kriegen die Angel. Genau, so war's. Und ich dachte, ich brauche die Schleuder dafür. Naja. So. Das weiß ich, wie das geht.
Ja, ist gut. Kommt das wieder? Nein. Super. Zack. Jetzt gehen wir noch zu dem Kätzchen und bringen es zurück. Kürbis. Juhu, in Kürbis befinden sich Rubine. Keine Ahnung, wer... finden einen blauen Rubin. 5 Rubine wert. Keine Ahnung, wer diese Kürbisse essen sollen, wo sich Rubinetrümpel finden. Also ganz ehrlich. Also ich würde sie nicht essen. Würden mir auch nicht schmecken, würde ich mal behaupten. Ah, was machst du denn? Eine Runde über den Tisch und wieder zurück. So, Kätzchen. So stimmt ja, ich muss ja. Ja, ist okay. Ich will nur hier hingehen. So, und jetzt angeln wir eine Runde. Fischi, 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 Fischi. Und wir haben einen. Der entkommt mir nicht. Komm her. Ein kleiner Fisch. Ein Grünkeil. So. Die Katze hat die noch nicht angebissen. Ah, doch, die wartet da. Okay, wir müssen noch einen fangen. So. Jetzt aber. Und. Wir haben sie. Komm her. Ah, noch ein Grünkimmer. So. Und die Katze hat den Fisch. Und Link guckt ganz entsetzt. Ich überrenne fast das Huhn dabei. So einfach geht's. Nein. Okay. Okay, Freunde. Und Zero. Ich werde hier den Part beenden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Also, viel Spaß noch. Und bis dahin. See ya.